Willkommen zu diesem Tutorial für Minecraft Renders und Minecraft Designs. Und es wird insgesamt 5 Folgen geben in dieser Serie. Und in der ersten befassen wir uns mit, wie installiert man Blender und was ist die generelle Übersicht im Blender, was man zu beachten hat. Zuerst gehen wir auf Blenders Website bzw. blender.org/downloads/lts, um die Version 2.8.3 zu downloaden. Da gehen wir dann entweder auf die .zip-Variante, das wäre dann eine Portable-Variante, oder die .msi. Die ist ein Installer und das zeige ich euch mal. Ein Installer, der installiert Blender ganz von alleine. Bei der Portable-Variante kriegt ihr einen ZIP-Ordner, den ihr entpackt und den könnt ihr dann öffnen und dann ist Blender hier drin. Aber falls ihr Blender nicht auf dem Weg, auf dem USB-Stick oder so verwenden wollt, empfehle ich euch natürlich den Installer, also die .msi. Wenn ihr die dann installiert habt und Blender geöffnet habt, sind wir hier in Blender. Das ist die Version 2.8 und die ist natürlich etwas anders angeordnet als die 2.79er. Das ist ein ganz neues Layout und es kann sein, dass Links- und Rechtsklick bei euch vertauscht sind, weil ich habe die, glaube ich, wie bei der Version 2.79 auf die rechte Maustaste gelegt. Hier das Anklicken. Ihr könnt euch mit Mausrad drücken, so umherdrehen und mit Shift Mausrad drücken, euch so hier entlang ziehen. Mit Steuerung könnt ihr dann auch mit dem Mausrad so ranzoomen. Unter Edit Preferences findet ihr die User Preferences, da könnt ihr auch verschiedene Sachen einstellen. Unter Interface könnt ihr aber unter Translation eure Sprache auswählen. Ich habe es jetzt auf Englisch. Und unter Keymap könnt ihr auch noch was einstellen. Da könnt ihr auch unter, wenn ihr Fly sucht, Walk Fly, es hier auf F legen mit diesem Shift und hier auf jeden Fall Klick. Und da könnt ihr dann, wenn ihr Shift F drückt, euch mit W, A, S, D und Q und E bewegen. Wenn ihr mit dem Mausrad nach vorne scrollt, dann erhöht ihr die Schritte, also wie schnell ihr das macht. Und wenn man es zurückscrollt, dann bewegt ihr euch langsamer. Hier rechts findet ihr die Properties oder beziehungsweise generell verschiedene Einstellungen. Unter anderem hier Kamera oder die Szene, welche Render Engine ihr benutzt und verschiedene Einstellungen noch dazu. Eins darunter findet ihr auch die Auflösung und verschiedene Render Settings. Und wenn man jetzt hier oben drauf drückt, gibt es noch verschiedene Konsolen, sag ich mal. Wie zum Beispiel den UV Editor, den wir auch später noch nutzen werden. Oder auch Outliner, das ist denn das hier da oben. Was noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass es auch verschiedene Modis gibt. Wenn man zum Beispiel den Würfel andrückt, kann man Tab drücken und man landet im Edit Mode hier oben. Diese kann man dann auch hier alle durchschalten. Was wir aber wahrscheinlich nutzen werden, ist Object Mode. Oder bei Knochen später den Pose Mode. Aber dazu kommen wir dann in dem anderen Tutorial. Gegebenenfalls kann man auch Steuerung Tab drücken und man kommt in diese Schnellübersicht. Es gibt natürlich auch verschiedene Settings im Viewport. Also man drückt entweder Z und man kann hier die verschiedenen Ansichten auswählen, Wireframe, da werden halt nur die Render gezeigt, Rendered, also wenn, wie es gerendert aussehen würde, oder Material Preview, wie es mit dem Material aussehen würde, was ihr dem zugeordnet habt, oder ganz normal Solid. Diese könnt ihr natürlich auch hier oben alle durchschalten. Mit 0 versetzt ihr euch in die Kamera. Also mit 0 auf dem Numpad. Mit F12 kann man dann das Ganze rendern. Also wir haben hier jetzt natürlich keine Szene, aber so wird es aussehen. Das war's mit Folge 1. In Folge 2 geht es dann mit Skinwechseln und dem Extrude weiter. Bis zum nächsten Mal.